Hey Leute, nee, wir sind noch nicht im Urlaub, wir sind noch zu Hause. 30 Grad, übermorgen geht's los nach Italien. Top. Ich hoffe, es fängt noch an zu regnen bis übermorgen. Wir liegen hier gerade am See. Das ist bei uns zu Hause hier, im Harz. Hier kann man es auch aushalten. Tja, okay. Heute letzte Urlaubsvorbereitung. Morgen dann alles fertig machen. Übermorgen früh geht's los. Bis dann. So, jetzt wird's ernst. Guten Morgen, Cosma. Wo geht's jetzt hin? Warst du nicht in der? Nee, das war mein Bruder. Morgen. Guten Morgen. Ich habe überhaupt gar kein Deo. Das ist alles schon im Wohnwagen. Halt, stopp. So, Okay. wir fahren jetzt wohin? Italien. Warum frierst du denn? Es ist doch total warm, ey. Du brauchst immer auf den Losfahrt. Zu weit. Ich habe überhaupt nichts an. Ja, es ist Also, die frieren. Ich glaube, wir müssen doch jetzt nach Italien fahren, ne? Was machst du denn mit Zopf? Oh, ey, die sind wieder drauf, ey. Wie immer. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz unter dem kalten Wasser haben und dann geht's einfach los, du hast ne? überhaupt nicht geduscht, ne? Salzwasser schrubbelt die ganze Hautschuppen ab dann nachher. So. Alles gepackt. Diesmal nehmen wir mal ein Fahrrad mit. Ja, dann fahren wir erstmal los. So, jetzt ist alles fertig. So, Kinder, alles bereit? Ja. Wir fahren jetzt Richtung Regensburg. Ich habe rausgeguckt, Azur Camping, direkt an der Donau, ne? Da fahren die Schiffe vorbei. Da Wie lange dauert das bis dahin? Circa, keine Ahnung, 8 Stunden. So lang? Ja. So, boah, wir haben einen herrlichen Sonnenaufgang. Das ist geil, oder? Ja, wir sind auch schon ordentlich vorgebräunt, weil es war jetzt super Hitze. Die Frau kommt wieder nicht. Hab hier irgendwas vergessen. Naja, ich werde jetzt das Navi programmieren und dann geht's ab. Meld mich. So, Omi ist ja, auch noch mal da. Ich bin nicht losgekommen. Olli ist eingeschlafen. Wie? Ich bin eingeschlafen? Wenn ihr abends losfahrt, ist doch albern, ne? Ja, nee, ich habe jetzt geschlafen ein paar Stunden. Machen wir Thema. Mit der Tür. Oh, da hat es dauernd geklappert, ja. Das war so furchtbar. Ey, bis später. Als ob ein Flummi auf dem Boden liegt. Die ganze Zeit. So, jetzt sind wir unterwegs. Wir sind jetzt bei Ilsenburg. Und die Kinder hinten. Ich denke, das hast du gemacht. Ja. Die Kinder hier hinten drin frieren. Aber das ist ganz gut. Aber da drüben ist unser Harz. Der Harz ist auch schön, ne? Da oben auf dem Brocken, da sind jetzt gerade noch die Brockengeister, also der Nebel. Und man sieht es gar leider nicht. Und die Sonne geht gerade oben auf. Wenn ich da jetzt mit dem Fahrrad oben wäre, das wäre so cool. Ist aber jetzt geht es erstmal gegen Italien. Guck dir mal diese Farben da oben an. Geil, was? Oder? So. Du siehst nur da Farben? Pass auf. Schwenk jetzt noch mal kurz nach rechts, da sehen wir noch mal den Brocken. Und dann kannst du ausmachen. Wow. Geil, oder? Guck mal, die Sonne da oben. Wo denn? Nach da? Ganz oben. Ey, geil. Ja, das Auto hat auch gepullert. So, jetzt haben wir unsere erste Rast gemacht. Wo sind die denn hier? Also zwischen... Also irgendwo Richtung Halle auf der Autobahn. Da stehen einige Camper, die schlafen. Da sind auch noch zwei. Kinder sind mal kurz Pipi machen gegangen, ich auch. Und dann geht es gleich weiter. Und wisst ihr was? Ey, es ist echt kalt, ne? Es ist voll kalt, warum ist das so, ey? Gestern waren 30 Grad. Gestern noch voll gefroren, aber ich finde das gut, dann ist die. Hier, guck mal. Heute noch voll gefroren, gestern noch ganz warm. Gut. Jetzt kurzes Päuschen, ein bisschen was essen. Und dann geht's weiter. So, meine Damen und Herren, wir befinden uns hier auf der Raststätte bei... Ich hab's vergessen. Wo sind wir hier? Egal. Auf jeden Fall... Hallo? Wir wollen jetzt nochmal auf die Toilette gehen, damit wir dann richtig schön durchzuschen können bis nach Regensburg. Und die Toilette ist jetzt freigegeben. Gehen Sie bitte jetzt. Hallo. Dula, Mackenzie, Justus, Moment. Peter und Bob untersuchen. Kleine Zwischenbilanz. Wir sind jetzt hier Oberfranken.
Nirgendwo war also die sind durch die Berge jetzt. Wohin? War ganz gut. Wir sind auf 600 Meter Höhe. Der Verbrauch hat sich eingependelt bei 8 Liter. Absolut nichts. Guck mal, film mal unseren Wagen. Aus dem Fenster raus kann man den Parkplatz des Hotels sehen. Möglich, dass Ian die beiden Männer beobachtet hat, als sie ankamen und ihn entführen wollten. Ja, wir haben jetzt mal einen Beifahrer getauscht. Die pennen nicht da hinten. Ian hat gesagt, dass der Hotelchef die Männer sofort zu ihm schicken soll. Schön, der Tempomat hält die Geschwindigkeit. Nein, solche Leute lässt man noch am Empfang einige Zeit hinhalten. Ich glaube, er hatte sich auf einen solchen Zwischenfall vorbereitet. Guck mal. Nein, er hatte ein Versteck auf dem Flur. Lacht ihn nicht auf. Okay, hallo, hier bin ich. So. Hier haben wir die aktuellen Verkehrsinfos. Läuft ganz gut. Wir fahren noch circa anderthalb Stunden. Die Tür oder der Treppe muss es sein. Hier. Natürlich. Mein Tempomat ist ausgegangen. Groß genug wäre, sodass er sich da verstecken konnte. So läuft das. Hast du schon mit dem Knie gegengekommen? Ja. Richtig. Alles klar, ich denke, wir werden mal langsam. So etwas wie ein Firmennamen an der Tür. Jetzt geht er wieder. Das Ding auf. Okay. Ach, das ist nicht. Wir waren noch stehen geblieben. So. Was könnte denn ein okay, das war's erstmal. So, ein bisschen was gegessen bei McDonald's. Steffi hat ein bisschen Angst gehabt, dass unser Wohnwagen gestohlen wird. Aber Fehlanzeige. Wir haben ja jetzt hier unsere neue Safety-Sicherung drauf. So schnell nimmt den keiner weg. So, dann setzt euch mal rein. Wo sind wir denn jetzt hier? Im Löwenlei. Auf jeden Fall kurz vor Regensburg irgendwo. Wo ist dein Schlüssel? Schlüssel? Okay, und weiter geht's. In einer Stunde sind wir auf dem Campingplatz. Hoffe ich doch, dass da ein Plätzchen frei ist. So, weiter geht's. Hallo, 1, 2, 3. Okay. So, meine sehr verehrten Fahrgäste. Ich bitte Sie jetzt, Ihre Plätze einzunehmen, sich anzuschnallen. Das gestaltet sich etwas schwierig. Und die Rückenlehnen gerade zu stellen, denn die Fahrt geht jetzt nach Regensburg. Wir fahren jetzt hier runter, beschleunigen wieder auf Tempo 80 und gondeln dann so langsam Richtung Regensburg Campingplatz. Genießen Sie die Fahrt. Es gibt eventuell noch eine kleine Pinkelpause. Ansonsten wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung. Ich werde die ganze Zeit die tollsten Lieder für Sie singen, die ich in meiner vierten Klasse vorgetragen habe im Musikunterricht. Und daraufhin die Schule verlassen musste. Auf Wiedersehen. So, wir sind jetzt kurz vor Regensburg. Noch 4 Minuten bis zum Campingplatz. Nein, ich hab keine Luft angehalten. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? So. Alter, ist los hier. Achso, sollte ich mal da machen. Wo ist hier der Unfall? So, kommt hier das Navigationssystem, ne? Ja, richtig. Alter. So. Tschüssi! Wir sind mal angekommen, aber Rezeption bis 15 Uhr geschlossen. Das heißt, wir müssen jetzt noch eine Stunde warten. Direkt? Ja. Nein, bis 15 Uhr. Campingplatz Azur. Azur. Tja, müssen wir halt noch mal ein bisschen warten. Lass mal aufwachen. So, jetzt werden wir erstmal einen kleinen Spaziergang machen, dadurch an die Donau. Nehmt euch ein Jäckchen mit. Es ist warm, es ist 20 Grad. So. Und dann sehen wir weiter. Ne? Ja. Alle verpennt hier, ey. Ich fahr durch. Was denn? Diese Kissen hier rausnehmen. Bestens mal Cosma. Na Cosma? Ausgeschlafen? Au. So langsam kommt da auch Urlaubsfeeling auf. Komm, wir wollen mal da an die Donau gehen, ja? Oh nein. Wo ist Mami schon wieder?
Hör auf, ey. Colin, hör auf. Das ist echt blöd, wenn du mir hier beim Rausgehen ein Beinchen stellst und ich flieg wirklich auf die Klappe. Dann könnt ihr zusehen, wie ihr nach Hause kommt. Ich kann hier nicht stehen bleiben. Ich stehe hier halb auf der Bushaltestelle, Steffi. So, erzähl jetzt. Wir fahren einfach auf. Wir kommen hier, wo ein Platz frei ist. Und dann? Dann müssen wir um 3 zu diesem Anmeldung-Ding. Ja. Und dann müssen wir sagen, dass wir da stehen. Okay. Oder fragen, ob wir da stehen. Alles klar, aber wir dürfen uns nicht auf die Plätze stellen, die da reserviert standen. Also einfach irgendwo hinstellen und nachher Bescheid sagen, wo wir stehen. Das ist cool. Alles klar. So. Er war schon in den Bäumen. Wir bleiben jetzt erstmal hier so stehen und warten, bis es 15 Uhr ist. Und dann mal gucken, ob wir hier stehen bleiben dürfen. So. Guck mal, eine Blume ist da. Alles klar. Gehen wir erstmal gucken, was hier so gibt. Ist mit dem? Was mal, der will dir ein Geschenk bringen. Komischer Vogel, ne? Ja, hier hinten sind wir noch. Was will der? Will der von uns? Will der uns was sagen? Sollen wir den Platz nehmen? Oh, jetzt kam der Schiedsrichter. Abgepfiffen. Super, super Cosma. So, jetzt haben wir unseren Platz. Wir mussten doch jetzt nochmal umziehen. Wie immer, wie damals Union Lido. Weil das da hinten, das war nur für Wohnen. Was? Hast du mein Auto dreckig gemacht? Nee, ne? Es kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Leute, ich drehe hier noch am Rad. So, jetzt gehen wir erstmal rüber in den Donaupark. Der ist nämlich da drüben. Kann ich so bleiben? Da ist die Donau. Kann ich so bleiben? Ja. Mach doch, was du willst. Oh, schön. Alles klar. Und ich rangiere jetzt erstmal noch ein bisschen und dann bauen wir mal richtig auf. Jetzt erstmal ein paar Sachen. Hey. Lecker. Jetzt haben wir sogar eine Katze. Wollen wir die mit nach Italien nehmen? Ja. Sie heißt Minky. Der hat so einen Hase, der heißt Luna, der kommt. Ja, der sitzt ja die ganze Zeit. Wir sind 5-mal da rumgefahren. Die ganze Zeit hat er uns angeguckt. Na, du Kleine? Hey, die sieht aus wie die Katze in Venedig, die oben im Kasten saß. Ja, sie heißt Minky. So. Ah, herrlich. So, jetzt gehen wir mal in den Donaupark rüber, okay? Doch, es wird sonst zu spät. In die Stadt? Was ist denn heute Abend? So, trinke ich jetzt noch ein Bierchen? Nee, ist ziemlich verdammt. Jetzt haben wir eine Katze im Wohnwagen. Ey, das kann ja wohl nicht sein. Da ist er. Ja, da ist er. Die fühlt sich ziemlich wohl bei uns, glaube ich. Na? Kleine? Ihr müsst das Fenster oben zumachen, sonst geht die von oben rein. Ja, mach mal zu. Warte, ich muss mir mal diese Häuschen filmen hier. Die sind echt cool. Will ich haben. Ja, ich auch. Aber so ein Dach. Darf ich jetzt eine Schere mit meinen Fingernägeln? Schau mal, komm, wir gehen erstmal eine Runde spazieren. Ne? Ja. Regensburg. Die Herkunft unseres ersten Papas. Herrlich. Was soll ich denn immer sagen? Läuft schon? Ja, es regnet. Es regnet nicht nur, es regnet in Strömen. Plötzlich und unerwartet, ohne Schein. Ja. Mach mal, will noch Fahrrad fahren, wenn ich so nicht aufgefreut. Ja, wollten nur mal die Wir wollten nur mal die Valhalla besuchen. Fängt das volle Pulle an zu regnen? Guck dir das an. In 500 Metern erreichen Sie das Ziel, die Valhalla. Das ist die Ziel. Boah! Alter! Da ist es!
Camelot. Camelot? Camelot. Nur eine Attrappe. Regensburg, Valhalla. Hier ging meine letzte Klassenfahrt. Mami ist schon wieder am Fressen. Meine letzte Klassenfahrt ging hierher. Echt? Ja. Das war richtig cool. Hör auf jetzt mit den Grimassen schneiden. Ist das cool hier? Oh, Alter, guckt euch das an. Das ist geil, oder? Hammer. Sehr geil. Die Valhalla. Warum macht ihr das? Wir können ja unten wieder abholen. Ist so geil, oder? Berlin. Wir müssten eigentlich irgendwann nochmal in die Stadt, oder? Ja, wollte ich. Können wir jetzt noch machen. Okay, dann machen wir das jetzt. Die Sonne ist noch weit oben. Ey, ich werde irre, ich das da oben sehe. Einmal durchbimmeln, ist das gut. Einmal durchbimmeln? Cosma! Das Kind ist irgendwo da unten bei den Schafen verschollen. Ich glaube, wir haben damals sogar eine Donaurundfahrt gemacht. Ja. Na klar. Geil. Wir nehmen das mal. Du bist immer nur am Fressen, ja, ne? Ja, Colin hat auch schon gesagt, ich bin nur am Fressen. Ja. Ja. Ich hab das nicht nur gesagt, die hat das gesehen. Und? Hatten wir zwischen euch so einen Hunger? Wo wir uns eine Pizza geholt haben. Das kannst du nicht. Ja. Cosma! Ja. Hallo, du schaffst das eh nicht. Ja. Go, go, Gadgetto Arm. Ja, viele Sachen, also man kann ja viele Sachen zum Campen mitbringen, ne? Aber das wäre mir im Leben nicht eingefallen. Das war da noch drin, oder was? Oh Mann, ey. Oh, oh, oh. Hier ist was los, ey. Jetzt filmt es weiter. Es filmt die ganze Zeit. Du kannst zwischendurch Fotos machen. Ja, so. Pass auf. Und jetzt ist die Frage, fahren wir jetzt nach Österreich und übernachten da zwei Tage? Oder fahren wir eine Nacht nach Österreich und fahren dann gleich weiter nach Italien? Und stellen uns auf die Wartewiese Union Lido, weil wir erst am Montag da sein müssen. Ja. Also ich möchte nicht auf die Wartewiese, denn da stehen keine wir Ahnung. Den ganzen Tag, weil wir vor 15 Uhr... Es hat ja auch, wir wissen noch gar nicht, was es kostet in Österreich, das Campen. Warum können wir denn nicht an dem Tag zwei Stunden fahren? Naja, auf jeden Fall habe ich mal eine Frage, Kinder. Hat eventuell Mami gesagt, packt eine Seife ein? Ja. Kann es sein, dass ihr das ein bisschen missverstanden habt? Das machen wir immer. Ja, ich habe auch meine. Ja, pack mal das ein. Pack mal das ein. Zu Hause ist immer alles eingepackt, ne? Als Geschenk oder was? Ich pack's jetzt aus. So. Ich muss jetzt unbedingt eine Augenringe-Kur haben, damit ich diese Sonnenbrille absetzen kann. Alter, das hat mir fast einen halben Zeh. Seife. Das habe ich mir fast den halben Zeh abgerissen. Und dann geht's weiter. 500 Kilometer in die Alpen und da wird heute mal. Ich hab noch nie in den Alpen gekämpft. Papi, das Geschenk ist für Cosma, das habe ich schon mal herausgefunden. So, ich muss mich jetzt frisch machen. Es ist Seife. Ich jetzt habe ich jetzt auch schon drei. Waschen kann. Ja, die brauche ich jetzt. Fahr. Das, wo habt ihr die gefunden? In der Müllecke? Nein. Gibt es die überhaupt noch, die Firma? Ja. So, okay. Bei Christmann. Faden verloren. Tschüss. So. Was denn? Ja, ich habe mal wieder meine Gießkanne vergessen oder gar keine dabei. Musste ich wieder, was denn? Gleich. So, was ich jetzt total blöd finde, wir haben unseren neuen Tisch, Steffi gar nicht, wir haben unseren neuen Tisch aus Aluminium heute Nacht draußen stehen lassen. Es hat geregnet. Der ist aufgequollen, ey, was ist das für eine Scheiße, echt. Das finde ich also... Hier steht doch ein Aluminium. Ja, die Platte hier...
Ist voll aufgequollen. Das ist voll assi. Wenn ich hier drauf drücke, ist es voll weich. Vielleicht zieht sich das wieder zurück. Aber scheiße finde ich es auf jeden Fall. Das ist nicht weich. Naja. So ist das eben mit neuen Sachen. Ja, okay, wir müssen jetzt einbauen und dann müssen wir nochmal zu Norma schnell einkaufen. Und dann wieder auf die Autobahn. Ich hoffe, es wird nicht zu schlimm, weil es heute so warm wird. Ich alleine. Wie, du willst alleine fahren? Also, das ist jetzt schon heiß. So, jetzt wollte ich gerade meinen Abwassertank wegbringen. Der steht ja hier drunter. Irgendwie konnte ich mir das sparen. Das ist alles daneben gelaufen. Habe ich gestern hier beim Aufmachen der Klappe aus Versehen das Ding verrutscht. Und jetzt sparen wir uns das wegbringen. Naja. So, Cosma, hilfst du mir jetzt das Fahrrad hier drauf zu laden? Komm mal her. Mach mal so. So, Abbruchstimmung. Eine gewisse Spannung herrscht schon wieder in der Luft, weil dieses Kind hier, das Kind hier, rumzickt. Nur rumzickt. Nein. Nicht. Nein. Ja, wie soll das Eben wollte sie mir ihr Fahrrad nicht geben, was ich hier drauf schneiden musste, weil wir müssen in 5 Minuten vom Campingplatz runter. Die Person hier hat alles abgebaut und mir noch keinen Kaffee gemacht. Ich habe jetzt einen Kaffee gemacht, mein Schatz. Guck ja, ich musste sie jetzt alle aus dem Wohnwagen schmeißen, weil ich jetzt hier andachseln muss. Keiner, und dann haben sie ja diese Funkgeräte und nerven nur rum. Ja, so ist das. Herrlich. So, aber jetzt geht's weiter. Ne? Ich weiß. Stehe ich auch zu. Und jetzt fahren wir weiter. Oh, wir müssen jetzt noch tanken. Und ne? Ich bin wieder im Auto der Regisseur. Der Regisseur. Okay, du kannst uns wieder eine Geschichte erzählen dann, ne? Ja. Ich habe mir gestern eine ausgedacht. Alles klar, sind wir alle gespannt. So, ich mache Schluss. So, das war die erste Übernachtung. Camping Azur in Regensburg. Wie hieß die Straße? Weinweg. Weinweg 40. 40. Und Kinder, wie war's? Schön hier, ne? Gemütlich, die waren total nett. Ich war noch mal drin. Ja, und jetzt müssen wir tanken und weiter geht's. So, jetzt stehen wir noch mal vorm Campingplatz, weil wir müssen jetzt irgendwie die Routen checken. Haben wir gerade Geschenke gekriegt von unserem Campingnachbarn. Gültig ab 6. bis, ja, ab 6. 10 Tage. 10 Tagesvignette. Cool, ne? 95. Das heißt, wir müssen dann nur nachkaufen. Eine sparen wir uns zu knapp 10 Euro. Cool, die kleben wir jetzt auf. So, und jetzt können wir losfahren. Ja. Alter. So. Mach doch mal dein Auto zu, die wollen kurz den Käse geben, die raus. Ich dachte, wir wollten zeitig da sein. Kleine Pinkelpause auf einer Raststätte. Die letzte war zu voll. Ja. Einer steht Schmiere, der Rest, damit sie mir nicht die Reifen anstechen oder sonst was, bleibe ich hier draußen. Aber noch sind wir in Deutschland. Hier stinkt es total nach Pipi, weil die Leute sich zu vornehm sind, auf ihre Campingklos zu gehen. Einfach dahin. Da klopft. Mal sehen, ob ich da durchfilmen kann. Naja, hier wird schon keiner kommen. Ja, jetzt wird es langsam kritisch. Ich muss unheimlich aufpassen, die Autobahn wird immer voller. Jo, und dann geht's jetzt erstmal weiter. Ja. Ganz schöne Retro-Ecke hier gerade, ne? Ja. Was ist das da? Ein Tapper? Davor ist noch ein Tapper? Ist ja geil. Wir befinden uns hier kurz vor München. Ist reichlich voll. Die Autobahn ist sehr voll. Ja, ich glaube, eben haben wir unsere letzte Pause gemacht. Wir müssen ja diesmal nicht noch eine Pause machen für die Vignette, weil die haben wir ja schon. Und jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren hier. Sieht man mich überhaupt? Ja. Ich sehe
die ist jetzt schon, also diesmal sind viel mehr Wohnwagen unterwegs als letztes Mal. Da kommt schon wieder einer hinter uns. Und das nächste Statement, glaube ich, wenn die Alpen in Sicht sind, oder? Ja. Stell dir mal vor, du hast jetzt einen Zeitsprung, ein Jahr zurück und wir fahren hinter uns selber her. Das könnten wir sein da vorne. Ja, heute ja. Vor einem Jahr. Echt jetzt? Ist cool, oder? Ja, ich find's geil. Ich mochte den. Guck mal, da links das schicke Auto. Auch nicht schlecht. Schön. Ja. Film mal hier die Kinder nochmal. Wieso? Wir fahren jetzt gerade in so eine Art Baustelle rein. Wo ist denn das andere Kind? Da. Ja, das ist ja cool. Jetzt filmen mich deine Kinder die ganze Zeit. Hast du doch gerade gesagt, du Penner. So, auf Wiedersehen. Der überholt mich rechts. Lies mal die aktuellen Union Lido News vor, bitte. Ich hätte mal gern ein bisschen Input. Also, der Hammer, was hier gerade abgeht. Die Neuen helfen den Abreisenden beim Abbau, damit sie den Platz haben können. Auf einem Platz sitzt eine Frau auf einem Stuhl und hält ihn frei. Sie wurde schon von einigen Leuten angesprochen, bleibt aber sitzen. Eine Straße weiter streiten sich... Könnte es sein. Ja. Eine Straße weiter streiten sich zwei darüber, wer den Platz zuerst gesehen hat. Jetzt wird's interessant hier. Dann sind welche abgereist, weil die Klimaanlage nicht ordentlich gekühlt hat. Ja. Ja. Herrlich. Wir kommen. Oh, liegt ein Spanngurt. Naja, wir haben ja immer einen Sonnencreme und einen Sonnenschirm und so mit. Sonnenschirme, zwei Stück. Ja, wenn wir sie aufstellen dürfen, wissen wir ja noch nicht. Dann darf man ja wieder nichts. Okay, jetzt befinden wir uns immer noch auf der Münchner Autobahn. Hier ist eine riesige Baustelle. Durchschnittstempo ist sehr niedrig. Ja, das sind die aktuellen News. Kinder schlafen. Ende. Ja. Chiemsee, Cosma, fahr mal da raus. Wir fahren jetzt am Chiemsee vorbei und hier ist ganz schön zähfließender Verkehr im Moment. Also wir haben alle 5 Minuten haben wir hier 5 Minuten zähfließenden Verkehr. Was aber nur daran liegt, dass die Aussicht so schön ist und die Autos dann langsamer werden. Und ständig, immer wenn hier so Aussichtspunkte sind, wo man schön auf den See gucken kann, wird der Verkehr zähfließend. So ist das eben. Da sind die Alpen. Sie ist ein nettes Mädchen. Sie bleibt immer Was machst du? Was mach ich? Mach das wieder zurück. Und mach's aus. Ciao. Wie cool das ist. Okay, jetzt bin ich doch mal. Ich genau an der gleichen Stelle letztes Mal angecheckt hier. Wie durch einen Zufall sind wir genau hier wieder abgefahren. Jetzt gehen wir erstmal kurz zu Burger King. Ein bisschen was essen. Herrlich hier. Und dann geht's weiter nach Österreich. So, jetzt sitzen wir hier bei Burger King. Und ich habe über einen Spiegel das Gespann im Blick. Und da treiben sich nämlich davor 4 Typen rum. Aber ich beobachte genau, was die da machen. Der Wohnwagen steht eigentlich da links. Aber das sehe ich von hier nicht. Aber durch den Spiegel sehe ich das. Wenn da jetzt einer dem Ding zu nahe kommt, dann springe ich aber auf. Obwohl, macht er jetzt ein Foto da von meinem Gespann oder was? Nee. Der steht doch direkt an meinem Auto oder was? Vielleicht von dem Bild hinten. Ich glaube, ich gehe da jetzt mal hin. Ja, hallo, das sind 4 Typen, die stehen an unserem Dings da. Wir kennen gerade unser Bild und er telefoniert und sagt, okay, ciao. Ich esse gerade einen Chili Cheeseburger und mir brennt es gerade die Kehle weg, ey. Ja, das ist auch gut. So, jetzt musste ich mir hier tatsächlich neue Schuhe kaufen, weil ich meine zu Hause vergessen habe, ey. Ich kann ja nicht nur mit den Latschen hier. Habe ich mir hier vorne runtergesetzt. Schöne Skechers. Richtig cool. Ziehe ich auch gleich an. Und ziehe ich auch nicht mehr aus. So, jetzt geht's gleich weiter. Wir sind hier noch kurz vor den Alpen. Und jetzt checken wir Ventilator. Jetzt checken wir Österreich ein.
Bis denn. Burger King kurz vor den österreichischen Alpen. McFly nenne ich sowas mal. Geil. Das ist McFly gewesen. So, wir fahren jetzt weiter nach Österreich auf unseren neuen Campingplatz. Ja, alles klar. Dann geht's jetzt weiter. Ich habe mir gerade noch ein paar Schuhe gekauft, weil ich habe meine ja zu Hause vergessen. Ein paar neue Skechers habe ich mir geholt. So, okay, weiter geht's, ja? Alles klar? Was hast du denn? Ein Flummi. Okay. Tschüss. Die telefonieren kurz mit Omi. Gucken, wie es unseren Hühnern geht. Wir haben ja zu Hause 10 Hühner. Oder 8. Ja, die haben nur eine andere Tür. Ja. Da. Haben sie draußen gefahren? Irgendwo. Und jetzt mal ganz kurz die Beine vertreten. Wir müssten hier kurz vorm Tauerntunnel sein. Ne? Gibt's einen Tunnel, der länger war als der da eben? Ne, ich glaube, der war schon echt der längste. Und dann noch 100 Kilometer sind wir circa an unserem Campingplatz angekommen. Gut. Ja, alles klar. Hier ist die Knaus-Region. Da haben wir auch noch Knaus. Was Neueren. Gut, alles klar. Dann erstmal tschüss. Ach ne, so rum. Tschüss. Was denn? Ja, wieder auf Käfersuche. Hier, latsch hier mal nicht drin und so. Hier pinkeln die LKW-Fahrer hin. Raus da. Komm raus da. So, jetzt müssen wir das erste Mal Maut zahlen, aber wofür? Für einen Tunnel? Okay. Keine Ahnung, wo steht der Preis? Da links irgendwo, 11,50 Euro. Ja, warte. Hier übernehmen wir. Das Beweis ist nur und dann hier gewesen. Ja. Los, wir wollen mal sehen, ob diese Mine einen Ausgang hat. Kommst du mit der Videomaut auch nicht schneller, ne? Stehen sie auch alle an. Eine große Felsen. Eine Videomaut. Ich habe lieber Kontrolle über mein Geld. Kriege ich auch eine Quittung? Hier also bewahren die Kerle ihre Sachen. Kriege ich da jetzt die Quittung? Bestimmt. Das ist ein Stapel von dem Zeug. Hier, die fünf Freunde, die müssen kurz Pause hier werden. Nee, warte, ich bin gleich dran. Wie denn? Was ist da denn? Wo ist denn Pause bei dir da? Warte. Außer Betrieb. Was? Nein, ich glaube, mit der Hand kannst du bezahlen. Alter, wie mit der Hand bezahlen? Das ist hier sicher versteckt. Seht nur all die Sachen. Ja, Kinder. Ja, da sitzt deine. Sie müssen ja den König gestohlen haben. Ach, ja, tatsächlich. Ey, jetzt nicht, aber... Keinen Zweifel. Darf man die filmen? Juwelen. Echt, die Juwelen. Oh, einfach. Oh, was ist das? Ich verstehe sie aus. Ich kann mir denken, wie sie gearbeitet hat. Die ist an den Häusern hochgeklettert. Und Tiger Den stand unten und hat die Sachen aufgefangen und die Erde hinuntergeworfen. Nun kann überall hinlaufen. Danke, tschüss. Das würde mich nicht wundern, wenn er sogar alles. Was ist das eng hier? Springen kann, wie eine Katze. Was wollen wir nun unternehmen? Voll. So, geschafft. Jetzt haben wir bezahlt. Weißt du was? Kinder. Was? Ich baue mir auch einen Tunnel. Ich baue den aber ganz nett. Nein. Dass er sich so schnell wie möglich auszahlt. Und dann kassiere ich auch von jedem 11,50 Euro, der da durch will. Wieso war die Grenze da? Oh. Dann habe ich, ein gutes Einkommen, glaube ich. So, jetzt sind wir schon lange von der Autobahn abgefahren, weil wir ja auf dem Campingplatz wollen, den die Kleine hier sich rausgesucht hat, wo wir heute Nacht übernachten wollen. Aber wir fahren jetzt schon Ewigkeiten durch irgendwelche Ortschaften, weil wir irgendwie eine zu früh abgefahren sind. Aber ich habe jetzt hier was gefunden. Deshalb habe ich jetzt hier auch kurz angehalten. Ich muss hier jetzt mal ganz kurz gucken, ob ich hier mal mich bei jemandem melden kann. Weil, nein, Quatsch. Guck mal hier. Hier könnte ich jetzt mit der Luftpumpe, aber da ist leider eine Kette dran. Ich brauche für dieses Fahrrad hier Luft. Ich habe keine Luftpumpe dabei. Ich baue doch jetzt nicht das Fahrrad ab. Mach die Luft drauf. Ich krieg das Ding.
Ach, okay, die wollen weiter. Die werden hier auch schon alle knatzrig. Ja, komm her, Cosma, ich zeig dir das. Guck mal hier. Komm her. Guck mal hier. Hier ist eine Luftpumpe. Da könnten wir jetzt eigentlich das Fahrrad mal aufpumpen, aber da ist eine Kette dran. Das heißt, wir müssen jetzt entweder den Wohnwagen abhängen und dann das Fahrrad abmachen. Ne, komm her, wir fahren weiter. Campingplatz, ja. Schön hier, ne? Nee, aber du gleich. Los, los, komm jetzt. Komm her, wir wollen jetzt zum Campingplatz. Mami ist knatzrig. Mami will jetzt Feierabend haben. Aber ich auch. Komm her. So, Steffi, guck mal. So, das sind 15%, ne? Ja. Ich habe da angerufen. Ich habe da angerufen bei dem Campingplatz, ne? Alter, jetzt muss ich fast den ersten schalten, oder was? Und die, weißt du, was die zu mir gesagt hat? Nein. Natürlich ist hier immer was frei bei uns auf dem Campingplatz, auch in der Hochsaison. Ja, ich weiß auch warum. Dieser See. Hat die das echt gesagt? Ja. Nö, da müssen sie nicht reservieren. Wir haben immer was, auch in der Hochsaison. Oh, deswegen kann man auch die Busse kostenlos benutzen. Dann kann man hier nicht. Alter Schwede. Das sind 15% Steigung? Okay, ich sag mal so: Das sind 177 PS. Dritte Gang, schafft er. Achtung, wir begeben uns jetzt zu Ziel. Bitte packen Sie Ihre Sachen ein. Danke. Wir fahren am Ziel in 5 Minuten. Danke. So, Steffi, ich habe den See schon gesehen. Ich war der Erste. Wo denn? Da vorne, wo die fahren sind. Im Ernst? Jetzt? Drei. Ach, guck mal, da sehe ich ihn auch schon. Zwei. Eins. Da ist er. Nee, ich hab Preis. Oh, wie herrlich. Hey, hier rechts können wir doch campen. Hier rechts. Steffi. Nein. Hallo? Wir können kein Fahrrad fahren. Steffi. Ist mir egal. Ja, total geil. Campingplatz ist jetzt da. Das Blöde war nur, ich war kurz vorbeigefahren am Campingplatz. Dieser Campingplatz hat so eine verdammt enge Einfahrt, dass ich nur von der anderen Seite halt reinfahren kann. Das heißt, ich muss den Wagen jetzt wenden, musste dazu aber in die nächste Ortschaft fahren, weil es hier auf dieser Engstraße überhaupt gar keine Wendemöglichkeit gibt. Jetzt muss ich zurückfahren, aber ich kann nicht von dieser Seite in den Campingplatz fahren. Das heißt, ich muss ganz zurückfahren und nochmal einen neuen Anlauf nehmen. So sieht das Ganze hier jetzt aus. Ja, das ist die Straße. Es gibt hier überhaupt gar keine Wendemöglichkeit. Und jetzt versuche ich, da oben kurz zu wenden und dann durch diese Einfahrt in diesen Campingplatz, da muss ich gleich mich, ich weiß gar nicht, wie ich aus diesem Campingplatz wieder rauskommen soll nachher. Naja, ach, weißt du was, ich habe schon Längeres gemeistert, zum Beispiel meine Hauseinfahrt. So, jetzt muss ich mich konzentrieren, jetzt ist nämlich gleich der Campingplatz hier in Sicht und ich werde mal sehen, ob ich da reinsitzen kann. Was machst du denn da das Schönes? Das eine Öse ist ja, dass er echt schön versteckt ist. Das zweite ist, dass es schön versteckt ist, dass man sie echt scheiße wieder abkriegt. Warte, ich hab sie. So, da ist er. Ach, jetzt ist mein Arm da drin. Ja, das ist jetzt blöd. So, jetzt habe ich ihn wieder. Ah. So, jetzt wird aufgebockt. Direkt am See. Morgen. Kinder schlafen noch. Ja, das Wetter wird nicht schön hier. Hier. Oh. Jetzt lass uns schnell weiterfahren. Aber heute wollen wir noch ein bisschen was erleben. Am Weißen See. Weißen See ist 100 Meter tief. Der klarste See mit Trinkwasserqualität. Aber entweder fahren wir heute mit dem Bus mal rum, der ist kostenlos. Ne? Wenn wir die Karte jetzt kriegen von der Rezeption. Achso, wir müssen erstmal einchecken. Wir sind ja gestern einfach auf dem Platz, weil der Platzwart wollte unbedingt Fußball gucken. Dann sollten wir morgen wieder kommen. Hat sich aber auch gelohnt, das Spiel war echt spannend, ne? Und Kroatien hat gewonnen. Er kommt aus Kroatien. Elfmeterschießen, echt bis zum Schluss.
haben sie die Russen rausgeworfen. Naja. Wir sind ja auch schon raus. Solidarität. So, jetzt gucken wir mal raus, wo die Sonne scheint. Oh, da kommt gleich eine Wärme durch. Oh, ich bin mit dem Kopf zur Hecke. Ich habe die ganze Nacht andersrum gedacht. Moment. Mal gucken, ob steht hier das Auto? Nee. Wo sind die Deichsel? Ich bin völlig verfeilt. Okay, da steht das Wohnmobil. Alles klar. Oh, und da sind schon die Berge. Sehr schön. Immer noch keine Veranstaltungstipps gibt es von Union Lido. Ja, Union Lido ist echt schwach dieses Jahr. Ich glaube, die denken, wir kommen nicht. Was, wenn wir da keinen Platz kriegen? Gestern ist auch einer angereist, der konnte schon auf seinen Platz. Ich glaube, die haben sich durch den ganzen Shitstorm ganz schön Leute vergrault. Mhm. Naja. Ja, entweder fahren wir heute mit dem Bus, wer weiß, was das für Busse sind, einmal schön um den See, oder wir fahren mit der Seilbahn hoch auf den Berg, das wollte Steffi ja machen. Jetzt müssen wir erstmal einchecken, weil wir noch gar nicht eingecheckt sind. Dann gehen wir einkaufen, mal ein bisschen gucken drüben auf deiner Seite und dann sind wir weiter. Ach so, hier, da war ja noch was. Ich muss ja noch mal mich erstmal fertig machen. Würde ich sagen. So, morgen. Kleines Video-Statement über meinen neuen Tisch. Aluminium. Ich dachte mit Kunststoffplatte. Den haben wir gestern schon aufgebaut gehabt und dann hat es in der Nacht kurz geregnet. Am nächsten Tag gucke ich über den Tisch, da dachte ich so, was ist das denn? Ist dieser Tisch aufgequollen? Hier, das kann man hier. Hier sieht man das. Hier. Da auf der anderen Seite. Alles aufgequollen. Hier ist gar kein Kunststoff, das ist irgendwie so ein Presszeug. Wer tut weh? Das ist irgendwie so ein Presszeug. Und ich denke mal, dass der eine oder andere diesen Tisch auch noch haben wird. Also er ist nicht wasserfest. Es ist ganz weich, wenn ich ihn drauf drücke. Da hat sich wahrscheinlich Kleber gelöst oder irgendwas. Ich weiß nicht, woraus die Platte besteht. Das ist doch nicht kein Holz, oder? Naja, auf jeden Fall ist er nicht wasserfest. So sieht das aus. So, und jetzt müssen wir zur Rezeption. Wir könnten natürlich auch einfach fahren, ne? Wir sind noch gar nicht eingecheckt. Okay. Nein, sowas machen wir nicht. Los, pack ein, schnell. Hier wird schon mediterran. Wie geil! Das war gar nicht geil gerade. Ich sitze hier, der landet hier und hier gucken die Fühler und der kommt vor. Ich baue mal schnell einen Grill auf, ja? Ja, super. Eben ist schon eine Biene in meinem Kaffee ertrunken. Oh, guck mal hier, jetzt kommen sie alle zum Kaffee. Kann man den behalten? Hier, guck mal, hier hat sich schon einen tot gesoffen. Die versuche ich gerade mit Salz wieder zu beleben. Aber ich glaube, die lag da schon etwas länger. Das sind ja ein paar gierige. Du musst mehr Salz nehmen. Also mehr Salz und nicht mehr Salz. Was ich mehr weiß nicht, wie lange die da schon drin liegt. Vorhin hat sie, glaube ich, ihr Bein noch bewegt. Da habe ich ein bisschen Salz drauf gemacht. Aber hier, jetzt geht's ab hier. Jetzt kommen sie alle. Ich will dich behalten. Ja, ja. Ich weiß, dass du ihn behalten willst. Die so geile Farben haben, ne? Mhm. Unglaublich, ey. Ich will eine Stabheuschrecke. Die fühlen sich genauso an. Ey, dass die so zahm ist, ne? Die muss doch jemand zahm gemacht haben. Ja. Die ist bestimmt jemandem weggelaufen, wenn die so zahm ist. Wie die Katze da hinten. Inspiration vom, wie heißt der See? Weißensee. Ich wollte gerade Chiemsee sagen. Chiemsee wollte ich sagen. Ah, oh, guck mal, da ist die Skiabfahrt. Daneben ist die Mountainbike-Abfahrt. Stand-up-Paddling. Die Berge. Unsere Einkäufe. Schöne Sache. Aber jetzt wollen wir erstmal zum Wohnwagen und dann wollen wir jetzt irgendwas unternehmen, ne? Nochmal ein kurzer Schwenk. Das hier unten ist nämlich ein Hybridschiff, weil das hier nämlich Trinkwasserqualität ist. Guck mal da, Hybridschiff. Sache, ne? Hört sich auch anders an und stinkt auch nicht. Das Wohnmobil stinkt.
jetzt die Schadner Bombe gekauft. Und Cosma erklärt jetzt den Geschmack. Lecker. Und? Lecker und... Wenn man ausatmet, schmeckt es nach Kräutern. Das ist schön, ne? Könnte ein bisschen kühler gekühlt sein, ne? Und? Wie ist denn der wie ist denn der Abgang unter der Zunge? Abgang. Komisch. Ja? Komisch. Darf ich auch mal? Sollen wir das in die Beschreibung übernehmen? Ein komischer Abgang. Komm, ich will jetzt ein Gericht sagen. Okay. Lecker. Ja? Wie ist das Gefühl auf der Zunge? Prickelig, aber dann nicht mehr. Das Schluckgefühl? Anstrengend oder geht es runter wie Öl? Runter wie Öl. Okay. Ist der Nachgeschmack unter der Zunge? Im Nasen-Gaumenbereich? Schmeckt wie Brause und Apfelschorle gemischt. Also beides abgestanden irgendwie, ne? Schmeckt wie beides. Okay. Jetzt also, okay. War ein guter Kauf. Kann man empfehlen. Kann man sehr viel von trinken. Und jetzt geht's ab. Welche nehmen wir denn jetzt mit? Hab ich erst mal keine Ahnung, lass uns die mitnehmen. Die ist gut. Die volle? Ja. So, jetzt mal ein kleiner Rundgang über den Campingplatz. Das geht hier etwas steil bergauf und man. Ja, und hier sind so Terrassen, das ist ganz cool. Das ist ganz klein. Und aber es ist auch alles sehr eng zu befahren. Aber ansonsten ist es sehr urig. Du gehst wieder runter. Nimm davon. Ja, zum Glück ist doch. Nein. Also. Eine kleine Modifikation wollte ich nochmal zeigen. Hier. Diese Spiegel, die haben bei mir nicht dran gepasst, weil der Bogen oben ist zu rund. Jetzt habe ich das Ganze einmal komplett umgedreht nach unten. Da geht's bombenfest. Das habe ich auch alles gedreht. Und man kann mit diesen Spiegeln, mit diesen Hohlspiegeln, richtig cool nach hinten gucken. Aber ich habe sie noch einmal hier festgebunden. Weil letztes Mal hatte ich nämlich einen verloren auf der Autobahn. Das war ziemlich übel. Dann bin ich noch mit einem weitergefahren. Ja, okay. Jetzt wollen wir mal hoch auf die Berge. Jetzt sind wir hier oben fertig gewandert. Jetzt fahren wir weiter. Und Schritt ein. So, jetzt geht es erstmal hoch auf die Alpen. Mit einem Sessellift. Das erste Mal im Sommer. Wir haben das sonst immer nur im Winter gemacht, als Skiurlauber. Okay. Wie geht denn das? Ah. Wollt ihr fragen, ob ihr aus? Ich habe Angst, dass meine Schuhe abfallen. Boah, ich fand das Skiurlaub so toll. Cool. Steffi, mein Handy spielt über dem Abgrund. Nein, Mami. Du lässt jetzt so, Mami hat so einen Griff hinten dran. Da ist es. Wie herrlich still, ey. Oh, jetzt war es schön. Ich pack das Handy jetzt weg. Oh, Alter, was ist das denn da unten? Guck jetzt. Pass mal. Nee. Alter, was ist das? Was ist das? Das ist einfach nur ein Überweg, ne? Da steht aber Zutritt verboten. Herrlich. Das ist so cool. Bisschen Schiss hat er ja, ne? Ja. Ich würde voll runterbrettern, mich überschlagen und dann noch eine Runde im Rettungshubschrauber. Nein, ey, wie cool. Guck mal. Und gleich komm, ich wollte das. Ey, wie still es hier ist. Man kann auch jetzt seine Schuhe abschmeißen und dann wieder runterwandern. Guck mal, du kannst deine Schuhe aber auch anlassen. Das mache ich ja auch.
süßes Kind, ey. Von wem sie das nur hat? Ich hab ein pinkes, du hast auch ein pinkes. Ey, dieser See. Ich muss ja uns irgendwie markieren. Da unten ist unser Campingplatz. Wo? Ah, das ist unser Wohnwagen. Ach da. Ja, wie klein ist der? Ja, das sind Das sind ja nur ein paar Wohnwagen auch noch. Herrlich. Da sind ja nur ein paar Wohnwagen. Das ist auch Sommers hier. Hallo. Ja. Da unten. Da ist der Campingplatz. Dann kommen wir nicht heute. Ja, wir sind ja jetzt ganz oben. Ich weiß nicht, wie hoch wir sind. Es ist gar nicht so hoch. Es ist nicht viel höher als der Brocken. 1300 Meter. Also ich würde sagen, es ist hoch. Matthias, lass dein Handy nicht holen. Mein Handy fällt gleich runter. HP, lass es! Ich kann das auch nicht ab, ey. Da kriege ich mehr Kribbeln. Lass es! Lass es, Papi! Oh, ist das hoch! Lass es! Na egal, mir doch egal, wenn Papi seine runterfallen. Ich, dir ist das gar nicht egal. Alter, das Panorama da hinten. Oh, das ist gemütlich. Mami, das cool. Nervt, wenn das die ganze Zeit. Steffi, back to the roots. Steffi auf Wanderschaft. Ja, die schlägt erstmal. Mach das nochmal, Cosma. Wie gehst du denn die Alpen hoch? Wie gehst du die Alpen hoch? Oh, man schlägt sich so durch mit dem Rad. So, jetzt sind wir gleich oben. Ey, die sind so irre. Ach, wenn sie das nur haben. Mitten oben auf der Alm jetzt gelandet. Ich wollte eigentlich am Meer sein. Hier ist die Natur noch echt belassen. Das spürt man aber auch. Ah, herrlich. Die Grillen zirpen. Vor allem, was denn? Das klingt so nah. Hörst du das? Hallo, mein Freund. Na, wie geht's dir? Auch beim Camp? Oh, Alter, jetzt wäre ich fast hier runtergefallen, ey. Ohne Witz, einmal nicht geguckt. Ich will die Kekse. Ich will Kühe. Guck dir das Video an. Ey, guckt ihr euch jetzt hier Hühnervideos an, oder was? Guckt euch lieber mal die schöne Natur hier an. Ja, wer möchte einen Hasen? Vorsicht, die sind hier überall. Das ist schon doch Erdbeeren. Manche Erdbeeren. Manche schleppen Essen rein. Ja. So, kommt, Leute. Wer? Da schleppt auch einer. Was ist denn? Ein Wanderstock? So drückt hier eine Kugel hoch. Zeig, Wecke. Cool. Ein Stein. Da vorne ist eine Aus... Oh, Alter, ich sehe den See schon. Oh, wie geil. Boah, wie... Was für eine Aussicht, ey. Alter. Ich hab wieder ein bisschen Brot geschmissen. Ja. Ja, cool. Das ist ja Hammer, ey. Vorsichtig. Oh, da geht's ein bisschen runter. Bisschen. Boah, guck dir die Farbe an von dem See, ey. Mein Handy kriegt das gar nicht so eingefangen. Wie geil. Lass mal, guck. Schönes Ding. Und schön? Ja, das ist echt schön. Wir haben jetzt, ich denke mal, die Hälfte geschafft, oder? Hälfte? Schon über die Hälfte. Ja, ich weiß es nicht. Gehen wir jetzt dadurch darüber zum Lift wahrscheinlich und dann wieder auf den Weg rüber, oder? Warum gehen wir nicht einfach hier weiter? Habt ihr alle Schnupfen? Ja. Grad nicht mehr. Weil ich Nase geputzt. Oh, warte mal. Seid mal ruhig. Hallo! Ja, so. Keiner mag mich. Hallo! Kommt von da auch gut, ne? Ja, ich mag auch niemand. Hallo! Hier fehlt so eine Felswand. Die Bäume schlucken das bestimmt weg. Das
so ein geiler Käfer. Das ist jetzt wieder so typisch. Wir wollten ja nicht den offiziellen Weg runtergehen, sondern... Guck mal da, der Abgrund! Ich muss mir mal den Abgrund jetzt angucken. Ansonsten müssen wir... Wollen wir da nicht runtergucken? Ich guck mir das jetzt mal an. Schaffen wir. Stopp. Schaffen wir, ne? Ja. Im Grunde ist es machbar, schaffbar. Darf ich, Papi? Kriegen wir hin. Guck mal, ein Ameisenhaufen. Kosma, du wartest, ich gehe vor. Alter! So, letzter Abend ich vergesse immer den Namen. Am Weißen See, am Wannsee. Am Weißen See. Grillerchen. Sind wir da? Das sieht schon sehr gut aus. Es ist was fertig. Ich kann schon was auftun. Okay. Das hier ist mein kleiner Schussel. Die Kleine hat schon mehr Biergläser in ihrem Leben umgekippt als ich. Und zwar meine. Im Moment sind wir hier am Marshmallow Grill. Sie hat den Marshmallow jetzt ungefähr schon 7-mal auf den Grill getippt. Zweimal. Obwohl ich ihr gesagt habe, sie soll damit den Marshmallow und meinen Grill nicht berühren. Und jetzt habe ich gesehen, es wird wieder abgebrannt. Auch wenn es ein Bullet, weil das so heiß ist. Ja, ja, ja. Deshalb ist doch egal, oder? Oh, ich habe es wieder berührt. Cosma! Ah, oh, jetzt ist es wenigstens warm. Ups, nochmal berührt. Cosma! Jetzt pass aber mal auf, was du da machst. Oh, ich muss mich rasieren, es kratzt. Was mache ich heute noch? Der authentifiziert mich nicht. So, Leute. Jetzt bringe ich erstmal ein bisschen Romantik auf den Tisch. Mach mal ein Gurkenglas auf. So, warte. Ich habe hier nämlich ein bisschen was besorgt. So, Leute, ja, Steffi, schön, dass du da bist. Kann es sein, dass bis jetzt jeder Campingplatz irgendwie gut war? Ja. Oder gibt es einen, den er nicht so toll fandet? Ich fand den nicht so toll. Ups. Da gibt keinen, der nicht so toll war, oder? Keine Ahnung. Man gewöhnt sich, man braucht einen Tag, um sich dran zu gewöhnen und dann möchte man nicht mehr weg, oder? Okay, und jetzt gehen wir nochmal eine Runde spazieren. Come on our side, we have eyes. Und ein bisschen komisches Englisch. But egal, we have eyes. Das ist ein sehr, sehr schönes Örtchen. Sehr still, sehr leise, sehr sauber. Nur zu empfehlen, zum Urlaub machen. Ich weiß aber nicht, wie es heißt. Wie immer. Aber da komme ich schon noch drauf. Also, so bin ich halt. Ich kann Auto fahren, aber... Olli Zitrone. Nee, Banane. Banane? Dann Banane in der Waffe? Oh, läuft ja schon. Jetzt habe ich noch ein Eis gekriegt. Ey, guckt euch das an, wie geil das hier ist. Papi? Ja? Mami, will sowas da? Was da an der Haus und hängt, auch an unsere hängen. Ja, sieht doch nett aus. Wir können das statt streichen einfach mal so ein paar gute Sachen machen. Dann mach das doch einfach mal. Ich finde das ja immer gut, dass man das als schön empfindet, dieses Dach, und unser Dach zu Hause genauso schön aussieht. Alle immer Dächer so schön neu decken, weil es dann toll aussehen soll. Sieht gar nicht toll aus, sieht einfach nur spießig aus. So, jetzt habe ich mal eine andere Kamera. Schauen wir mal hier. Ich wollte eigentlich guck mal. Zu dieser... Müller Ernst, Müller Friedrich, ja. Müller Bert. Ich wollte Müller eigentlich zu dieser Kirche hier hin, weil ich die von Weitem gesehen habe. Ja, jetzt sind wir auf so einem schönen, gemütlichen Dorffriedhof wieder gelandet. Wie immer. Komm hier rein.
Ey, benehmt euch, Kinder, ja? Friedhof. Oh, nee. Oh, ist sogar noch geöffnet. Zum Glück sind die Kinder nicht dabei. Hier ist es jetzt aber mal extrem schön, oder? Wir müssen. Wir ja, ich hab schon Mann, ey. Oh Mann, ey. Ein Frosch. Oh, was ist denn noch alles? Der ist tot. Jetzt rette erstmal die Schnecken. Nee, ist nicht tot. Ey, komm. Wir müssen hier weg, hier gibt's Tiere. Vorsicht. Was? Mann, ey, du trittst auch drauf. Gar nicht, die ist voll weit weg von mir. Mann, hier ist was los, ey. Aber es ist so schön hier. Das an. Also den Weißen See kann man nur empfehlen. Ja, Weißen See. Also für jetzt jemanden, der mal echt was Schönes will. Oh, hier, guck mal. Ich muss dich an die Hand nehmen. Ich muss die Tochter an die Hand nehmen. Ja, steht doch da. Ich habe nur keinen Hut. Oh, wenn jetzt so ein Lachs kommt. Ein Lachs. So, jetzt Steffi, erzähl doch auch mal, was hier jetzt gerade los ist. Das hört ihr doch, was da los ist. Ach man, du bist echt... Da fährt jetzt eine Blaskapelle vorbei. Mami! Und die hält jetzt da bei uns seinen Anleger. Alle stehen auf der Brücke. Mami! Was ist? Hä? Machen die das auf der Brücke? Sind Cosma, die da auf der Brücke? Cosma, die sind auf dem Floß da draußen. Auf dem Floß! What? Ja, weiß. Ach so. Da ist voll der große Fisch geschwommen. Gesprungen. Richtig weit. Ich meinte, der ist richtig weit geschwommen. Förder das mal zu Cosma. Oh, Leute, ey. Lass. Wieso? Weil. Oh, ey. Ihr nervt mich, ey. Ja, ja, nee, geh weg. Nein. Was ich einliefer. So, das ist unser letzter Abend jetzt hier an einem entspannten Ort. Mitten in den Alpen, kurz vor der italienischen Grenze. Ich hätte so eine Idee, wir fahren hier einfach auf dem Rückweg nochmal 3 Tage her. Ich muss noch dann arbeiten. Cosma ist schon wieder fast ins Wasser gefallen. Ja, und die sollen jetzt dort anlegen. Und wir, ich trinke jetzt noch schnell aus. Und wir checken dann ein. In den Wohnwagen, müssen dann auch schlafen. Nee, wir müssen nicht schlafen. Nee, ihr müsst nicht schlafen. Ey, du machst mich nass, Kind. Ja, zieh jetzt deine Socken und Schuhe aus, du. Sagt euch was. So, jetzt nochmal schnell eine neue Bibi Blocksberg aus dem Auto holen. Fünf Freunde. Nochmal schnell auf Toilette gehen. Und dann schlafen und weiter geht's. Gesagt. Jetzt sollen wir hier bleiben. Aber wir haben ja gebucht. Also ich bin ja kein Campingplatztester oder so. Aber Knallercamping? Nicht schlecht. Ehrlich. So ein kleines Kinderklo. Witzig. Gefällt mir gut. Ist auch, glaube ich, alles ganz neu. Ich muss jetzt schlafen. Ich bin todmüde. Morgen. Union Lido. Ciao. So, morgen aufgewacht. Wir müssen jetzt weiterfahren nach Italien. Ich habe mir vorgenommen, heute Morgen nochmal in den Weißen See zu springen, um richtig wach zu werden. Die gehen echt tatsächlich auch alle. Die wollen sich frisch machen. Also einfach mal in die kalten Fluten. Mal sehen, wer mitmacht von den Tagen. Ich mach das. 17 Grad, 8 Uhr morgens. Ich brauche jetzt noch Push und Tech, die schwimmen da hinten. Oh, herrlich. Irre. Stell dir mal vor, jetzt kommt so ein Ding.
Ja. Oh. Und ist es kalt oder warm oder was? Geil. Okay. Das geht eigentlich, ne? Oh, es ist geil. Oh, Kinder, komm. Ey. Hup. Ich kann nicht mehr stehen. Ah. Aber die Fische greifen jetzt ziemlich runter. Was? Ihr fetten Zehen greifen gleich die Fische und ziehen. Ja, der greift den Pullermann ab. Das ist mein zweiter Schuh. Der hat noch. Ach so. Okay. Oh, jetzt könnt ihr nicht schwimmen, ey. Kinder. Ihr seid schon wieder abfahrbereit, oder? Ja. Wo wollen wir jetzt langfahren? Durch die Landschaft. Durch die Landschaft? Naja. Schauen wir mal. So. Wo ist es besser? Knüppel und Gas im Auto oder im Wohnwagen? Ja, nimm gute. Mal ins Auto, ne? Ja, nimm mal mit ins Auto. Ja. So, dann habe ich die. So, macht's gut, wir hauen jetzt ab. Ja, so, viel Spaß noch alles. Tschüss. Euch auch, ne? Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Ich habe die Verdunklungsrollos immer oben während der Fahrt, falls sie während der Fahrt hochschlagen, dass sie mir nicht kaputt gehen. Das hat mir der Verkäufer erzählt. Das macht man ja. Das ist nämlich schon passiert, dass die Dinger einfach hochschlagen während der Fahrt. Puff. Ja, mach da hinten noch mal eins hoch. Bisschen. Ausgecheckt aus unserem Ort, aber hier ist eine geile Tankstelle noch gewesen. Sehr günstig. Das war Dieselpreise 1,20. Da knall ich doch die Kiste jetzt erstmal voll, ne? Und damit kann man nach Italien rein und nachher denke ich mal wieder raus. Ja? Ja? Ja, läuft halt über, ist aber egal. Es winkt, es kann auch lieb sein. So, ich muss hier ein bisschen aufpassen, dass die Kiste nicht überläuft. Wir sind mal hier mitten in der Ortschaft, ich habe noch mal ganz kurz angehalten, weil wir nämlich ein kleines Problem haben. Erstmal riecht es hier total nach Gummi, weil da lauter Reifen liegen. Aber ich habe von meiner Gasflasche das rote Teil oben drauf nicht. Und jetzt habe ich mal bei Obi geguckt, ob es das da gibt. Gibt nicht. Jetzt kriege ich schon die ersten Anrufe rein, aber der Herr Hein ist im Urlaub. Mami. Tut mir leid, ich bin leider im Urlaub. Es gibt keine Fotos von mir. So, und jetzt geht's weiter. Sie hat mir gesagt, dass es hier Richtung Villach eine Gasfirma gibt. Die haben sowas, aber ja, mal gucken. Wir fahren jetzt erstmal einfach weiter. Ja. So, wir sind jetzt von der Autobahn abgefahren. Mal wieder, hier waren wir doch schon mal. Und ich überlege jetzt gerade, ob das jetzt so eine gute Idee war. Oder. Guck mal, du kommst da gar nicht durch, die hängen die Fähnchen auf. Ey, kannst du mal von der Straße gehen, Tusse? Oh, ich soll ja nicht fluchen. Ihr nehmt eure Fähnchen da weg. Ach süß, guck mal. Oh, so schön, sag mal, kann es sein, dass das genau... Hier laufen die Stiere durch, ne? Dass das wir müssen jetzt hier geradeaus weiterfahren. Ja. Super Idee von euch. Mitten in Italien gelandet mal wieder. Guck mal hier, der Ort ist tot. Wir laufen noch ganz viele Menschen. Sollte die Landschaft filmen? Landschaftsvideos sind total uninteressant. Aber es sah gerade so schön aus. Du sollst nicht filmen. Oh, du bist interessanter. Definitiv. Das war ja letztes Mal genauso. Wir sind ja in so einer Ortschaft gelandet und dachten uns, ach du Scheiße. Aber als wir dann da durch waren, ging es doch, oder? Jetzt sag doch ja. Ja, vielleicht. Ich meine, das sind Landschaften, die sehen da Leute gar nicht, die durchzischen. Nach Triest runter und nach an die Adria runter. Die Leute sehen das die schöne Landschaft hier doch gar nicht. Guck mal. Aber mal ein bisschen shoppen gehen. Ja, diese ganzen Orte. Hier könnte ich mir eine Hose kaufen zum Beispiel. Cosma braucht auch eine neue Hose. Ein weißes T-Shirt fehlt mir.
Also normal, hier stand ja groß Parkplatz. Wollen wir kurz anhalten? Nein. Oh Mann, ey. Seid aber ein paar Kulturbanausen. Ich muss mich jetzt hier ein bisschen konzentrieren. Wollen wir mal in eine Kirche gehen? Stopp. Geht schon, Mann. Und dabei habe ich wirklich ein gutes Gehör. Benny! Ja? Benny, oh Benny, das will ich endlich. Was? Kann sprechen. Kann ich. Also wir fahren jetzt schon wieder durch Italien. Die alte Passstraße. Hier hinter ist die Autobahn. Die führt quasi parallel davon. Die ist jetzt auf der anderen Seite oder gerade im Tunnel. Das ist ein alter Tunnel. Der ganz alte Tunnel ist da oben. Das ist jetzt ein Radfahrertunnel. Ne? Ist das cool? Ja. Das sieht man alles gar nicht, wenn man jetzt nicht auf der Autobahn. Wenn man nicht auf der Autobahn. Ne, wenn man auf der Autobahn fährt, sieht man es eben nicht. Das ist cool, ey. Hier würde ich auch gerne mal mit dem Rad durch. Auf jeden Fall. Sieht man viel mehr, wenn man echt. Man braucht zwar eine Stunde länger, aber man sieht echt viel. Ich würde mich da auf der Autobahn würde ich mich jetzt ärgern, dass ich das nicht sehe. Und wir versuchen jetzt da Rast zu machen. Wo wir letztes, nee. Was? Hier ist es nicht. Wo wir letztes Mal Rast gemacht haben. Aber im Fluss ist nichts. Aber ich kann mich daran erinnern. Ja, der Fluss ist diesmal leer. Ja, genau wie letztes Jahr. Wir machen wieder unsere Pause hier am Friedhof. Oh. Es gibt eine Baustelle. Es werden neue Grabstellen gebaut. Also, wenn ich ehrlich sein soll, hier ist es irgendwie nett, ne? Ja, es ist urig. Was heißt nett? Friedhöfen verläuft man nicht immer, hier wird Platz gespart. Ach, siehst du, hier bin ich letztes Jahr auf die Idee gekommen mit den Porzellanschildchen. Das ist nicht immer. Ja, aber es ist immer Arbeit. Da läuft eine Eidechse. Was? Wo? Ich renne hier nicht rum, da an dem großen Graben. Oh, süß! Wo denn? Ja, jetzt ist sie weg, jetzt ist sie unter. Jetzt ist sie reingeschlüpft ins Grab. Boah, ist sie cool. Pass mal, gehst du bitte da runter? Entschuldige dich jetzt bitte. Pass mal, da liegt eine ganze Familie, 6 Leute. Meine Güte. Keine Anschluss. Mach kein Theater hier, okay? So. Aber wir machen hier nur eine kurze Rast. Und wollen mal ganz kurz dann nochmal runter ans Wasser gucken. Ne? Ans Wasser gucken wir auch nochmal. Dann versuchen wir durchzuzischen. Da hinten werden neue Gräber gebaut, die will ich mir nur mal kurz angucken. Ich bin ja ein bisschen vorbelastet. Ich gehe nicht ohne meinen Freund. Ja, wenn ich jetzt da rauskomme und da sind Typen an meinem Auto, dann möchte ich mich doch ein bisschen verteidigen können. So, guck mal hier, das sind einfache U-Steine, die da gesetzt werden. Das ist ganz interessant. Ja, und das wird dann die Ruhestätte. Habe ich so auch noch nie gesehen. Finde ich interessant und schön. Und jetzt gehen wir mal rüber zum Wasser. Wie sich das so verändert alles in einem Jahr, ne? Ja. Oh, Cosma, stopp. Alter, komm weg. Nee, ey. Raus, weg hier. Guck mal nach vorne. Da bin ich ja doch ein bisschen empfindlich, ey. Ja, nee, ich gehe jetzt auch weg. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich hier. Ne? So bin ich, so kenne ich mich. Kinder, bleibt bitte hier in der Nähe. Ey, letztes Mal habe ich mich auch schon so aufgeregt. Oh, ich würde es ja so gerne mal anfassen. So, komm her. Ach, da oben ist die Autobahn, ne? Ach, das siehst du jetzt erst. Da kommt sie. Das ist die Autobahn. Ja, schön. Hast du deinen Pickel mal weggemacht? Ach, ja.
Guck mal, da drüben ist der Radfahrer. Der war die Radfahrstrecke mit den Tunneln. Das ist wirklich cool. Geil. Aber wir haben ja nur ein Fahrrad mit. So, wir müssen weiter. Wir kommen um 15.30 Uhr, laut Navi kommen wir Union Lido an. Wir machen ja noch zwei, drei Päuschen, also 16.30 Uhr vielleicht. So, jetzt mache ich noch ein Foto und dann fahren wir weiter. War da eine Schlange? Frau Schwarz! Cosma, geh weg hier. Ich will nicht... Die kommt aus dem Gebüsch! Wo ist die? Die ist da langsam reingeholt. Echt jetzt? Ja. Hier gibt es Schlangen. Eine Kobra? Cosma, weißt du, was eine Kobra ist? Ja, ja, das sind die giftigsten Schlangen. Komm, weg hier, ey. Kann die beißen? Die packst du in den Korb und dann holst du deine Flöte raus. So. Oh wei. Die haben jetzt bestimmt Angst vor mir da oben. Ich pack mal den Knüppel weg. So, jetzt haben wir mal ein kurzes Päuschen gemacht. Mal einen Briefkasten lernen muss. Nein. Erstmal ein kurzes Päuschen. Wir sind jetzt durch die Alpen durch. Im nächsten Ort gelandet. Check jetzt mal die Lage, wie es so durchs Land geht oder ob wir dann doch irgendwo das letzte Stück über die Autobahn düsen. Aber das macht Steffi jetzt. Steffi programmiert das Navi. Aber die Hitze ist hier schon enorm. Es ist ein leicht kühler Wind. Aber es ist total heiß, echt. Es brennt auf der Haut. Ich brauche bald mal Sonnencreme. Ich muss mal pipi. Ja, eine Stunde weniger. Kilometer? Lass uns jetzt Autobahn fahren. Gib mal ein, ich guck mir das mal an. Wir müssen jetzt sowieso hier noch ein bisschen über Land fahren. Kommen wir an, Mami? Hab ich. So, jetzt gibt's nur noch. So, in Italien totale Hitze, 28 Grad. Da bin ich jetzt gerade nicht runter durchgekommen, obwohl ich jetzt geschafft, die Höhenkontrolle fehlt. Ich habe jetzt da drüben geparkt und jetzt machen wir. Ja, wie cool. Der ist geil, der Spiegel, ne? Papi! Ja. Das ist ja ein Ding. So, und jetzt wollen wir noch mal ganz schnell einkaufen. Ich brauche für heute Abend ein bisschen Bier. Die Kinder brauchen Süßigkeiten. Wir brauchen ein bisschen was fürs Brot. Wie kosten die Süßigkeiten auch so wenig? Naja, so wenig? Ja. Wenig kosten so wenig. Die Benzinpreise sind hier bei 1 oder Diesel 1,50. Oh, Kinder, wie alt seid ihr? Das ist nicht... Oh, das ist... Los, komm. Da vorne steht Sparmarkt und der muss hier gleich kommen. Wenn der hier jetzt nicht kommt, drehe ich durch. Ist das? Oh, der arme Baum. Ist das ein rechter Baum? Ich habe keine Ahnung. Ah. Ey, wenn hier jetzt nur ein Sparschild hing. Ach, zum Glück. Hier haben wir den Sparmarkt. So, ein bisschen einkaufen und dann geht's gleich weiter. So, wenn ich mir die Preise so angucke, hier so ein Lipton Eis, das ist eigentlich alles ganz normal wie bei uns, ne? Oder? Ja, ich denke schon. Ein richtiges Billiggetränk, 35 Cent. Ein Sprite 1,20. Ein Fanta. Eine Bunte 1,20. Schrecklich. Aber ansonsten kann man hier ruhig irgendwas kaufen. Ich nehme jetzt ein Bierchen, mal gucken, was es hier gibt. Chips. Was? Wein. Oder trinke ich heute Wein? Ich glaube, ich trinke heute Abend einen schönen Wein. Oh, dann gucke ich mal. Ja, der Aufkleber ist was Besonderes. Ich habe echt wenige Wohnwagen gesehen, die einen Aufkleber drauf haben. Ganz wenige, fast keiner. Und ich finde das irgendwie kalt und unpersönlich. Mit so einem Kühlschrank durch die Gegend zu fahren,
Jetzt mache ich erstmal schnell eine Reifenkontrolle. Und dann geht's weiter. Alles klar. So, ich habe mir jetzt ein bisschen Bier geholt. Ich habe nämlich noch gar kein Weinglas. Ich muss erstmal auf dem Campingplatz irgendwo ein Weinglas organisieren, bevor ich mir einen Wein kaufe. Das mache ich dann, wenn es da. Ich sterbe wirklich gleich. Nein, du stirbst. Das ist ja furchtbar. Viel zu warm. Wollen wir dich dann auf dem Friedhof da hinten begraben oder möchtest du noch bis in die Union Lido zurück? Ich? Ja. Okay. Auf dem schönen, dann kommen wir einmal im Jahr vorbei, okay? Mhm. Okay. Cosma, lass es doch. Wenn die Kinder hier unterwegs sind, die fassen alles an. Dann kramen sie irgendwelche Rohre hoch und gucken, ob da Schlangen sind und Echsen. Ich hab da jetzt kein Problem mit. Aber weißt du, wo... Ja, schön. Aber weißt du, wo mein Problem ist? Hier im Ausland? Ich habe ja nichts gegen Ausland, ne? Aber mit der Arbeit... Ja, fass es bitte nicht an. Colin, wirklich, ich hab da mal ein bisschen Schiss. Ne? Verstehst du? Wenn da oben irgendwie was ist, das wird jetzt nicht sofort gemacht. Kommt jetzt mal weg da aus der Ecke. Los, komm her jetzt. Ihr müsst mal in der letzten gefährlichsten Ecke müsst ihr rumspielen. Los, komm, spielt woanders. Ja, egal. Die sind alle tot. Die sind schon tot. So, komm. Trink noch einen Schluck. Wir wollen jetzt weiter. Ist aber auch noch ein bisschen tot. Ne? Vielleicht erwacht das so im Abend hier. Aber so hier so ein Bistro oder so, was das da ist. Was so, jetzt wird schon langsam unerträglich. Alter! Ey, guck, was sie hier machen. Jetzt fliegen sie wieder aufeinander zu. Wir sind jetzt noch 100 Kilometer entfernt von Union Lido. Haben jetzt noch mal kurz angehalten. Jetzt ist wirklich Endspurt. Und gucken uns die Flugshow hier noch mal an. Na, Cosma? Ist das schon cool oder was? Mhm. Willst du vorne mitfahren? Nein, ich gehe jetzt nicht nochmal, bitte. Nein. Nee, Cosma, komm. Ey, noch 100 Kilometer. So, was machen sie jetzt? Angriff? Ey, das brennt hier auf der Haut. Wo sind sie denn jetzt? Sind die Wolken abgezischt? Ah ne, da kommen sie. So, hier auf dem Navi ist das Meer schon zu sehen. 24 Kilometer. Außentemperatur 28,5 Grad. Hier drin angenehm. Wir sind jetzt mal wieder echt quer durchs Land gefahren. Was soll ich sagen? Alles tot. Und wenn du da mal in den Rückspiegel filmst, was da hinten bei uns dranhängt. Ja. Unterwegs 200 Kilometer, nicht ein Wohnwagen gesehen. Du? Nicht ein Wohnwagen, nicht irgendwelche Touristen oder so, die irgendwo anhalten. Und jetzt frag dich mal, warum die ganzen Städte tot sind unterwegs. Das sah so schön aus, die ganzen Restaurants, alles schön bunt. Alles tot, vernagelt, verrottet. Also alle auf die Bahn fahren, stimmt doch, oder? Ja. Ihre Wohnwagen vollpacken mit Fressen und runterfahren. Anstatt quer durchfahren und mal das Land hier genießen. Nein, und von uns kann man nicht leben, weil wir haben kein Geld. Für sowas. Nee, aber wirklich. Schade, oder nicht? Ja. Ich hätte gern mal irgendwo angehalten, aber es ist ja alles tot. Ach, guck mal. Da lebt doch keiner mehr. Doch, da ist Deutscher. Nee. Wo? Keine. Oh, nee. So, jetzt sind wir auf der Zielgeraden, noch 1,7 Kilometer.
Den Ort da vorne braucht man diesmal nicht finden, das haben wir letztes Mal schon drauf. Jetzt dürfen wir nur nicht die Einfahrt verpassen. Ja, erstmal einen Proll machen und sich dann noch verschalten. So, 1,5 Kilometer haben wir noch. Dann gucken wir erstmal, ob da eine Schlange ist, ne? Eine Schlange, wo ist eine Schlange? Da eine Schlange liegt. Und dann machen wir den Check-in. Und dann übernimmt Cosma die Kamera, okay? Oder wer hat letztes Mal gefilmt? Okay. Ihr müsst mir nur ein Zeichen geben, wenn der Campingplatz kommt. Ja, Italy ist schon, wir müssen jetzt hier, nächste. Hier, nimm mal. Nur 1 Kilometer. Genau, das ja, ist. Ja, das verpasst man hier schnell. Weil hier ist schon das Hotel vom Union. Genau, das ist nämlich der Eingang. Hier ist schon der Camping-Dings und hier kannst du links fahren. Echt? Hier ist verboten noch. Nächste da hinten rein. Oh. Da, wo der reinfährt, genau. Hä, wieso steht da Venezia? Das ist richtig. Oh nee. Ey, ich fahr jetzt hier rein. Weil da kommen so viele Autos. Ey, wir haben es geschafft, Leute. Links ja. Abbiegen in die Straße via Fausta. Pustekuchenschlange. Was Pustekuchen? Jetzt musst du nehmen. Ich mache nochmal. Ja, Leute, ja. Fragen Sie schon da? Letztes Jahr. Okay, aber Sie diese schon ausgefüllt im Internet? Damit im Internet habe ich war ganz viel ausgefüllt. Ist das das? Moment. Ja. Okay. Habe ich gemacht. Danke. Okay, das geht ja diesmal ziemlich schnell, oder? Letztes Mal hatten wir eine Frau. Ja. Angekommen und sofort Check-in. Könnte sogar die, könnte sogar die da vorne gewesen sein. Ich habe alles ausgefüllt. Du, die da den Schutz? Ja. Blocken Sie einen Gulli? Nee, ich habe. Datenschutzerklärung. Jetzt kriegen wir diese Bänder. Ja. Oh nein. Aber die gehen doch kaputt im Wasser. Jetzt müssen wir erstmal einen Datenschutz, dass wir gefilmt werden und dann eventuell ins Internet kommen. Hä? Müssen wir jetzt aberkennen. Marketing, da hatten wir ja schon hier angekreuzt, ja, ja. Oh je, ey. Also ich möchte nicht ins Internet und da veröffentlicht werden. Ist ja furchtbar, wenn ich... Steht hier aber, so Stimmung für Marketing. Nö, komm. Komm, wir fahren woanders hin. Nein. Nein. Identifikation der Gäste und anschließend Mitteilung an die örtliche Polizei. Oder was ist denn? Cosma. Du klaust doch immer bei Rewe die Süßigkeiten aus den Regalen, ne? Nein. Doch. Nein. Cosma, was hast du da letztens gemacht? Okay, ja, wenn die 3, 2, 5, 8, sind du da? Ja, super. Die gerade fahren und die an die Echte da immer rechts biegen und dann bis sie sehen, wir gehen mit dem Akkapark. Direkt. Okay. Diese ist ihr Bestätigung. Ja. An Bände, sie müssen immer fragen. Ja. Diese zu, mit dieser oh, ist danke. Zu machen. Und hier sind die Code für WLAN. Benutzernamen, ah, ja. Okay. Dies ist die Passwort. Super. Und diese für die Windschutzscheibe. Ich wollte gerade sagen, für die Schranke, ja. Danke. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Ja, danke. Danke. Warte, zeig mal. Platz direkt. Das wird laut. Kann ich mal das wird laut. Kann ich mal so, jetzt kommen wir hier nur gerade nicht weg. 3, 2, 5, 8.